Mr. Mike. Yo, ist Mr. Mike. Wieder mal ein kleines Opening, bevor es losgeht. Merchandise. Mein neuer Hoodie. Kennt ihr den? Habt ihr den schon gesehen? Das ist schon ein nettes Muster, oder? Oh, geschmeidig. Nice. So, Mann. Und wieder ein bisschen was angesammelt, was ich so in letzter Zeit bekommen habe, was ich mir gegönnt habe, was ich mir gönnen musste, was unbedingt notwendig ist. Oder eventuell auch nicht, aber entscheidet selbst. Unten in der Beschreibung ist alles verlinkt von dem guten Zeug, falls es denn verlinkbar ist. Ne? Weil es sind natürlich auch ein paar Stücke dabei. Unikate bekommst du so nie wieder. Wir fangen an hier mit diesem wunderschönen Stück auf eBay. Ersteigert halt. Ne? Ich war der Einzige, der mitgeboten hat. Unglaublich günstig bekommen für 2,28 Euro, glaube ich. Jetzt pass auf. Also für 2,28 Euro inklusive Versand kannst du fast nichts falsch machen, finde ich. Jetzt pass auf. Weil die haben wir festgeklebt. Okay, und zwar... Tada! Nice, oder? Ha? Doch nice. Schick. Guter Zustand. Ich habe mich sehr gefreut, vor allem so günstig. Das andere Ding, was ich jetzt schon habe... eigentlich eine Art Problem, ein Luxusproblem. Und zwar, ich wusste nicht, dass ich diese Karte schon habe. Ne? Jetzt habe ich sie zweimal. Ja, so viel dazu, aber für 2,28 Euro, wie gesagt, kann man nichts falsch machen. Ne? Die kannst mitnehmen. Ich als Jason Williams-Fan, sind die einzigen Karten, die ich so persönlich für mich sammle, wo ich sagen würde, sammeln. Alle anderen, die ich so habe, würde ich wieder weiterverkaufen, weil ich mir denke, ja, Kohle rein, Kohle raus, verstehst schon, so ein bisschen investieren für neue Karten. Aber Jason Williams ist einfach für mich... Der Player, the man, schlechthin. Ne? So sieht's aus. Ja, Mann. Nice, aber ja, doppelt. So, das nächste Ding ist, habe ich geschenkt bekommen von 2K. 2K, ihr wisst es vielleicht, wer mir auf Instagram folgt. Ich muss nur ab und zu ein bisschen was in die Story posten. Ne? Und weil ich das so brav regelmäßig mache, bekomme ich auch eigentlich jedes Spiel von denen, auch manche Spiele mehrmals, ne, 2K zum Beispiel, NBA 2K habe ich für Mirko auch noch mitbekommen. Mega, also das 2K, das ist so eine nette, sympathische Firma. Der sitzt in Deutschland halt oder auch so. Und 2K, hey, also wenn du ein Zocker bist, dann hattest du auf jeden Fall in deinem Leben schon mal ein Spiel von 2K. Wenn du in deinem Leben noch nie ein Spiel von 2K gespielt hast, und ich meine jetzt nicht NBA 2K, egal was, ne? Wenn du ein Zocker bist und du hattest noch nie ein Spiel von NBA 2K, dann darfst du dich nicht Zocker nennen, weil da gibt es halt Spiele, Mafia, The Darkness, Alter, die Liste ist so gigantisch, Bioshock, Borderlands, was haben die noch nicht alles gemacht? So viele geile Games und das jetzt hier auch geschenkt bekommen, ist schon wieder was Älteres, aber ich wollte es halt mal zocken, so ein bisschen auch strategisch. Civilization, Sid Meier's, kennt ihr? Teil 6 ist das schon. Für die Xbox habe ich es mir geholt, geschenkt bekommen. Nice. Ist jetzt nicht mehr das Neueste, aber ich wollte es einfach mal zocken und schauen, ob es mir Spaß macht. Das ist ja auch so ein Ding. Das musste ich ja packen. Ich habe früher sehr gerne Strategiespiele gespielt, am liebsten aber früher auch am PC. An der Konsole sind so Strategiespiele immer ein bisschen tricky. Die Steuerung ist immer ein bisschen schwierig, aber ich bin gespannt. Demnächst kommt auch noch in ein paar Monaten WE 2K23 mit John Cena. Ey, das sieht so fett aus. Hast du davon schon was gesehen? Twitch natürlich auch, Mr. Mike Production, check vorbei. Da wird gezockt. Zurzeit zocke ich Dead Space. Aber auf John Cena. Ich bin ein großer John Cena-Film. Auch die Serie Peacemaker habe ich so gefeiert. Eine der geilsten Serien von DC Comics. Mega. Also John Cena ist einfach auch so ein Schauspieler. Feiere ich. Den finde ich einfach mega sympathisch, den Typen. Ja, Mann. So, wir gucken, was die Tage noch kommt. Das mache ich jetzt auf. Wird Zeit. Ne? Dazu gibt es extra Video. Deshalb abonnieren, Glocke aktivieren, nicht verpassen für weiteres. Und seid gespannt, was noch kommt. So, weiter geht's. Ich habe hier noch was. Auch was Cooles, was ich jetzt schon ausgepackt habe. Und zwar, ey, Snoop Doggy Dogg, Mann. Das ist ja wohl richtig fett. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Zufällig gefunden, eins seiner besten Alben.
Überhaupt, man, das ist 90er-Style. Das ist wirklich Vibes aus den 90s, Baby. Das ist so fett. Unten Videobeschreibung verlinkt. Check das aus. Feier ich richtig. Und da habe ich mir gedacht, die originale CD auch. Hey, ganz schön teuer. Musst du mittlerweile auch 30 Euro dafür zahlen. Vinylplatte, ne, die Schallplatte davon. Ich glaube, an die 300 Euro, 150 Euro, die auch schon krasser Sammlerwert. Also, hey, wenn du Platten noch zu Hause hast von diesem Album, legendär, Mann. Und ich habe es mir nochmal angehört. Auf Ding gibt es natürlich kostenlos auf Spotify. Ey, das sind so geile, chillige Vibes einfach. Überhaupt der Hip-Hop aus den 90ern immer wieder mal erwähnt. Hey, Alter, vergiss den Hip-Hop, den ganzen Scheißdreck, den es heutzutage so in den Charts gibt, die gekauft worden sind, weil, Alter, das ist so ein Rotz, das ist so ein Müll. Heutzutage kommt Musik raus, das kannst du dir vielleicht eine Woche, zwei Wochen geben und danach haust du es einfach in die Tonne, weil es scheiße ist. Ne? Hip-Hop aus den 90ern für mich immer noch, das ist Herz, Alter. Das ist einfach Herz, das ist pure Liebe, das ist, ich kann dir das nicht begreifen. Und entweder du fühlst es so wie ich oder nicht. Und wenn nicht, müssen wir eh nicht weiter drüber reden. Ne? So, mal. Jetzt pass auf, ich habe hier noch was gekauft, was ich wirklich brauche. Hier, nice. Dann mache ich auch mal ein paar extra Videos dazu. Und zwar, weil ich gerade dabei bin, mich selbstständig zu machen, sollte ich vielleicht auch mal ein paar Videos drüber machen, habe ich hier ein paar Utensilien gekauft, die ich dringend brauche. Kann ich dann natürlich auch von der Steuer absetzen. Ich habe ein neues Gewerbe angemeldet, jetzt mal so nebenbei. Ne? Zwei Dietriche, ganz einfache. Kommt ein extra Video dazu, ne? Schön verschweißt hier. Dann hier noch zwei Bleche. Na, ihr wisst ja, Mr. Mike, Keys in the City. Keys to the City, wenn er mit seinen Peak-Sneakern quietscht, ne? Das ist alles true. Die Bleche hier, sehr wichtig, kommt ein extra Video dazu. Brauche ich arbeitsmäßig, technisch, für meinen Einbrecher-Nebenjob. So, was haben wir hier? Oh! Hey, kennt ihr das? Asuras Ref. Ref? Das ist ein sehr, das ist TH, ne? Das Spiel ist so Bombe. Ich hatte das damals für die 360, als es neu rauskam. Ist das 15 Jahre her? Ich weiß es gar nicht mehr. 2012, ja doch, 13 Jahre, 11 Jahre jetzt. Krasser Scheiß. Das ist so ein fettes Anime-Game, Alter. Nice. Und das kannst du halt auf der jetzigen Xbox Series X auch zocken. Series X, Alter, mit der Xbox zurzeit, ne, die erste Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, ey, Alter, das ist mittlerweile schon echt ganz schön verwirrend, ne. Hey, Twitch, Mr. Mike Production, komm vorbei, wird gezockt, nice, freue ich mich auch drauf. So, was ist hier? Ah, ja, auch nochmal für die Arbeit, ein wichtiges Teil, kennt ihr, wisst ihr, was man mit dem tut? Ja, ich mache ein paar Einbrecher-Videos demnächst, so ein paar Tutorials, ne. Ich finde, es ist schon auch wichtig, dass man sich so ein bisschen selbst zu helfen weiß, falls man sich mal aussperren sollte. Und natürlich hier nochmal, auch sehr wichtig, nice, auch nochmal ein Tool zum Türe öffnen. Jemand, der jetzt keine Ahnung hat, was man mit dem anfängt, könnte vielleicht jemanden interessieren, was man mit dem macht, für was man es braucht, wie es handzuhaben ist. Ne? Und auch nochmal so ein Teil, ein Ding über meine Gönner-Videos. Meine Gönner-Videos bekommen mehr Aufrufe als meine Basketball-Videos, daher sollte ich mir eigentlich nur noch Sachen gönnen. Es ist schon faszinierend, oder? Ich meine, hey, meine Skills sind ja eigentlich doch eher im basketballtechnischen Bereich sehenswert, aber nö, die Leute gucken sich lieber an, wie Mike hier irgendwelche Pakete aufmacht. Das ist interessant, oder? Wirklich interessant. So, das war jetzt wirklich erstmal alles. Ansonsten, wie gesagt, unten Videobeschreibung verlinkt. Die Einbrecher-Tools, mit denen könnt ihr so nichts anfangen. Daher bringt es ja nichts, wenn ich es verlinke. Es folgen extra Videos. Deshalb abonnieren, Glocke aktivieren. Twitch, Mr. Mike Production für viele Spiele natürlich noch. Ne? So, und dann war es das auch schon wieder mit dem nächsten Gönner-Video. Wir sehen uns. Weiß ich nicht, wo ihr gucken wollt. Vielleicht mal Feedback geben, was euch am meisten interessiert, was ihr euch am liebsten anschaut. Laber-Videos, Basketball-Videos, Openings, Zocken, Twitch, was weiß ich. Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. Mike, Mike.
Yo, Mr. Mike.